Wahnsinn. Viecher gibt's hier. Bitter Springs? Nee. Das wieselt hier auf und ab, ne? Oh, was ist denn das da? Das schwant mir. Nein, das ist nichts Gutes. Das ist nicht gut. Alter. Das sind solche Nester. Von diesen komischen fliegenden Viechern. Haben wir noch einen Kaktus? Na du Scheißviech! Hast du meinen Raptor kennengelernt? Das freut mich aber. Was ist der Strand? Hey! Oh, was sehen wir an entzündeten Augen? Einen Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Tralali, tralala, tralala. Bist du? Scheißviech. Da drüben bist du. Habe ich ihm die Flügel gestutzt. Dem Schwein. Oh oh. Die sind jetzt, glaube ich, sauer. Ja, ja. Oh. Erwischt. Scheiß Teil. Erwischt. Oh, Alter. Das hat mich auch erwischt, das Viech. Sterben. Ich brauch Gegengift. Ich brauch das Gegengift.
Alter Mann. Wohnkorken, falsche Hütte. Whatever. Flammenbrennstoff, Elektronenakku. Spielzeugkasten. Daddy Bear und Spielzeugauto. Die Lunchbox weiß ich noch nicht, aber... Oh, Daddy Bear. Meter 23 steckt ein Plan dahinter. Oh, ein Schrank. Leer. Leer. 357er 9 Schuss. Großes ruiniertes Buch. Das ist ein Gecker. Kleinkalibergewehr. Und eine Metallpfanne. Druckkochtopf. Die Zündflamme nehme ich mit. Denn das kann ich leider nicht hier brauchen. Metallkochtopf. Der Eimer ist Schrottwert. Was haben wir hier? Nichts. Hm? Grundkorken an Mast, ich guck dir das an. Schlaraffenland ist eine Scheißdreckskirche. Klebeband, Schrauber, Stromleitung, alles nehmen. Leer, 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 leer. Oh, Automaten. Dreimal Nuka-Cola. Zweimal Sunbarilla, Sunset Sunbarilla oder so ähnlich. Es wurscht. Ist hier eigentlich jemand zu Hause? Der mich stören könnte, dass ich ihm gerade die Bude leer räume? Elektronenakku, Schrauber und 10 Schuss, 556er. Auf jeden Fall läuft hier der Motor. Eine leere Kiste, noch eine leere Kiste, ein Gewehrschrank, 10 mm mehr Pistole, Hülsen. Großes verbranntes Buch, ein leerer Koffer, noch ein leerer Koffer, Geschichten eines Dürrfleischverkäufers. Die zwei nehme ich. Ist ja kein Thema. Noch ist nicht alle Tage Abend, nicht wahr? Nicht wahr, genau. Ja. Ja, ja, ist in Ordnung. Mag ja sein, dass ich überlastet bin. Falschen um 3 erhöht. Waffenmäßig, meine Waffe repariere ich jetzt erstmal mit einer Machete. Das Dienstgewehr repariere ich mit Lackierpistole, Messer, Schrauber. Meine Sniper und die Maschinenpistole mit Hämmerchen, Schrauber, Schrauber, Metallpfanne, Lunchbox, Spielzeugauto, Zündflamme und Reparaturset. Nicht da. Kleinkalibergewehr. So. Legionsrekrutenrüstung. Aha. Den Helm. Den Brillenhelm. Den Helm nehmen wir dazu.
Die Soldatenrüstung, Teddybär, Teddybär, Klebeband, mir ist egal. Umherziehende Bright Bruderschaftsrobe. So, 227 haben wir wieder wegen Platz. 4 Stück davon. 5 Stück davon. 3 Stück davon. Was ist in der Kiste drin? Nichts. Das sieht mir nicht nach einer Kronkorkenfälscherhütte aus. Eher nach einem Lager. Der Motor ist ziemlich leise. Da ein Nachel. Da ist ein Nachel. Oh, erste Hilfe. Eine leere Spritze auch noch. Okay, haben wir alles durch? Sind wir damit... Ja... Da sind ja nur die leeren Flaschen drin gewesen. Ich denke mal... Mal gehen. Ich verstehe irgendwie nicht, wo sollen wir denn hier Kronkorken fälschen? Wo fälschen die hier Kronkorken? Die Funkrichtung zum Fälschen fehlt, aber die Automaten sind da. Wo man die gefälschten Kronkorken ausprobieren kann. Wenn überhaupt. Hier im Bahnhof. Oh. Oh, ach du ahnst das nicht, wir sind hier. Das Ding ist zu klein, um hier gefährlich zu werden. 75 von 75. Rad, wenn ich saufen würde. Okay. Mann, ey. Ameisengelege. Die hängen ja auch von der Decke runter, die Viecher.
Alles leer. Beim Bildkanton hier war ich schon. Ameisennektar. Ameisenei. Ameisenei und Fleisch. Ameisenfleisch und Nektar. Ne, danke. Ruhige Hans Limberg, Red X und leere Spritze. Waffenreparaturset. Okay, was das? Ameisengelege nur. Da kommt man nicht rein. Alles gut. Oder? Sieht jedenfalls zu aus. Ah, mein Arm ist weg. Eine Schachtel Kippenstange. Oh, hier. 20 davon. Ja, ja. Was jetzt verreckt? Oh, Heiligsblech, ey. Wo ist mein Roboter? Da ist mein Roboter. Du musst mir was geben. Und zwar, sagen wir mal, 1, 2, 3, 5 Stück. Deswegen. Sonst wären wir drüber. Zustand, Zustand. Ich hab keine mehr, Manu. Ja, ich kann es nicht ändern. Müsste ich jetzt nochmal. Hab ich keinen Bock drauf. Haben wir noch irgendwas Offenes hier? Ne, ne? Kein Bildkanton, hier war ich schon. Jedenfalls nichts Rotes auf dem Radar. Bitter Springs. Ja, wir wollten ja nach Bitter Springs rüber. Mal Hallo sagen zu der Legion. Nicht wahr? Wir wollten ja mal der Legion Hallo sagen. Mal anklopfen und fragen, wie es das Wertebefinden ist und heute schon gekotzt und so. Ja, würde ich eine von denen sein, würde ich auch jeden Tag, wenn ich im Spiegel schaue, das Kotzen anfangen. Ist so. Bei den Arefaschisten auch nie anders da. Das ist schon ein ziemlich beschissenes Leben, kann man sagen, ne? Ziemlich beschissen. Wenn man sich über andere Leute lustig macht. Als Arefaschist. Muss ja schon ein armseliges Leben sein. Ziemlich armselig. Sehr armselig. Keine Frage.
Oh, Kojotenkauterback. Hier ist ein Lager der RNK, hä? Bitter Springs, sag ich doch. Hallo. Die Legion ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Okay. Hallo. Ich könnte schwören, dass ich neulich nachts jemanden gesehen habe, der sich zum Friedhof schleicht. Die sind alle irgendwie total am Rad. Weg. 50 Schuss. Nochmal 50 Schuss. Die Firma dankt recht herzlich. Wäre doch nie nötig gewesen. Eigentlich schon. Uhr 45, ich würde mal sagen, wir schlafen mal 6 Stunden. Sagen wir 8 Stunden, sind wir gnädig. Ja. Ed, was machst denn du hier? Geh mal weg. NCR Camp Regulation. Aha. Flüchtling. Ach, das ist die Alte. Ich könnte schwören, dass ich neulich nachts jemanden gesehen. Wer ist denn hier eigentlich zuständig? Die Lappen da oben? Wenn überhaupt einer drin ist. Ich weiß nicht, was Sie hier wollen, aber Sie sollten besser gehen. Wir haben hier schon genug Probleme. Medizinisch ist das. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich bin ziemlich dürftig ausgestattet. Ich habe im Moment einfach nichts zu verkaufen. Wenn Sie mich von Verstrahlung befreien, verletzt? Das ist nicht gerade die schlimmste Verletzung, die ich je gesehen habe. Noch nicht mal die schlimmste diese Woche. Ich flicke sie zusammen. Ja, ja. Okay, mehr kann ich nicht tun. Versuchen Sie nicht nochmal so schwer verletzt zu werden. Ich habe ja schließlich nicht unendlich viel Verbandszeug. Oh, ein Arztköfferchen. Okay. Paket. Schade. Wodka. Wie willst du hier nachts durchkommen, ohne über die Ding zu stolpern? Eins muss man ihnen lassen. Es gehört eine Menge Mut dazu, hier einfach so rein zu spazieren. Und eine Raptor. Warum weht die Flagge falsch herum? Das ist ein Hilferuf. Diesem Lager geht es sehr schlecht und wenn wir nicht bald Hilfe bekommen, sehe ich schwarz. Ja, schön für euch. Ich verstehe, tja, zu schade. Viel Glück. Danke. Ihr Mitgefühl rührt mich. Ja, genau. Wie kann ich helfen? Im Moment nehmen wir alles, was Sie uns geben können. Wir brauchen mehr Truppen, frischen Nachschub und medizinische Versorgung. Als wäre das nicht genug, kommt jemand nachts aus den Bergen, um Vorräte zu klauen und meine Leute einzeln auszuschalten. Ja, ja. Wie war es mit dem Mord an den Flüchtlingen? Es begann vor 6 Monaten. Anfangs fehlten nur Vorräte. Wir dachten, es waren Flüchtlinge. Dann starben Menschen. Immer eine einzelne Kugel in den Kopf. Immer aus extremer Entfernung.
Wir haben 8 Flüchtlinge und 3 Soldaten an diesen Hurensohn verloren. Wir wissen, dass er sich in einer der Höhlen in den Bergen versteckt. Aber ich habe nicht genug Leute für einen Suchtrupp. Warum gehst du nicht selber, du blöde Kuh? Raus vom Berge komme ich her, muss ja sagen, in Arsch. Woher kriegen Sie neue Truppen? Keine Ahnung. Die RNK ist überall dünn besetzt. Ich habe bei Camp Golf, Forlorn Hope, McCarran angefragt, aber dort sieht es nicht besser aus. Wenn sich deren Lage verbessern würde, hätten sie vielleicht Leute übrig. Oder vielleicht würden sie auf jemanden hören, der bei der RNK beliebt ist. Gerne was anderes. Okay, aber machen Sie es kurz. Ich habe eine Menge zu tun, auf Wiedersehen. Mit dem Spinner und mit dem Scharfschützgewehr kann ich helfen, aber die Vorräte und die Soldaten müsst ihr euch selber besorgen. Ich bin doch nicht euer Nächer. Durst habe ich auch noch. Glaubst du nicht? Boah. Hier. Er kommt aus den Bergen. Draus vom Berge komme ich her. Wäre das dann da oben, aha. Da hinten? Also gut. Moment, bevor ich jetzt losrenne. Nein, nicht doch. So rum. Ich denke mir nämlich, da oben kommt er her. Denke ich mir einfach. Da ist die Höhle. Und du hast keine Zeit für Leute dafür abzustellen, mal kurz einen Blick in die Höhle zu werfen. Was bist denn du für eine Pussy? Großkorn-Vorratslager. Ein Rad. Hydra. Verstrahltes Vorratslager. Leguan am Stiel, ne danke. Okay, also das ist nicht die Höhle, die wir suchen. Okay, also nicht dumm. Man sieht, der Fall bewegt sich nicht. Also sprich nach unten. Aber hier ist die Höhle. Aha. Und selbst das Teil, da kann man locker reinlaufen. Die paar Meter wird man wohl schaffen, oder? Hatte ich auch noch nie. Was geht denn jetzt ab, ey? Da kommen die hier angewieselt, da liegt noch einer. Verschlossen. Aha.
Stimmt sogar. Ein Erntesack. Pinienkerne, Lego, ein bisschen frischer Mais. Voll Obst. Durst, Hunger, Rat. Okay. So redet. Ach. Sprengstoffkiste. Ein Buttermesser. Dynamit mit langer Lunte. Dynamit und ja. Schön. Und wir sind drüber. Großkern Vorratslager. Sieht aus wie Hirn. Oh, was ist denn da oben? Für schönes Zeug. Eine Machete, Granaten und Stange kippen. Oh. Heiliges Blech. Naja, wenn er meint. Hier nicht noch Hydra. Away. Nehmen wir mal Red Away. Ja, Rad. Okay. Waffenmäßig etwas reparieren mit der Machete. Dynamit und Dynamit mit langer Lunte. Geh weg, du Scheiß, wegen viel von meinem Kaffee. Sonst muss ich dir wehtun. Wir sind ja nur 5 Pfund drüber. Du kriegst von mir Ameisenei, Ameisenfleisch und Nektar. Pass auf, gib mir mal die Eier zurück, oder? Das Buttermesser kann ich dir geben. Das Dienstgewehr, das Dynamit und die lange Lunte auch noch. Mir egal. Hydra. Jagdrevolver, Jagdflinte, er kann nicht mehr tragen. Das ist ein Großkant-Vorratslager, alles klar. Oh, das ist noch eine Kiste. Fixer, Mad X und Psycho. Siehst du, die hätte ich mal übersehen. Und das war's auch schon. Ja, durchschnittlich verschlossen, wenn ich sie mitnehmen könnte, das wäre cool. Einfach vor die Tür schleppen und Sprengstoff hinkleben. Schon wäre das Ding offen. Naja, egal. Wenn es nicht klappt, müssen wir nicht ständig rein und raus rennen. Aber man kann die Kiste leider nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Laut der Karte ist es da drüben. Okay.
Nein, da kommt man nicht drüber. Kannst du machen, was du willst. Man kommt nicht drüber. Weil es ist eine unsichtbare Barriere. Da kommst du nicht drüber. Hau jetzt ab, du scheiß Fliegenviech. Kommen die scheiß Viecher ständig her, ey. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal auf der anderen Seite. Und wenn da keine Höhle ist... Oh. Kauterpack. Aber da unten haben wir wieder was Grünes gesehen. Nochmal Kauterpack, aber haben wir schon abgeerntet. Auch hier wieder eine unsichtbare Barriere, wo ich nicht drüber komme. Nicht schlechter Specht. Da guck, ich werd abgedrängt von dem scheiß Ding. Nein, klappt nicht. Ich sag mal, was ist denn das da? Hat das was zu sagen? Nee. Kommt man nicht rein. Mal außen rumlatschen. Es muss doch möglich sein, da reinzukommen. Komplett außen rum und wir kommen hier nicht rum. Das kannst du knicken, wir kommen hier nicht außen rum. Auf. Was ist das Blöde? Ich weiß nicht, wo es ist. Und das Schöne ist, wird überhaupt was angezeigt? Nee. Das ist kein Dreieck. Nichts. So, da oben waren wir ja schon. Mal, was da ist. Großkern-Vorratslager. Du wolltest mich verarschen, hä? Aber ist genau das? Das ist Vorratslager. Verschlossen. Wer sind Sie? Wir haben Sie hierher gefunden.
Es ist Zeit zu sterben. Haben Sie das Flüchtlingslager bei Bitter Springs überfallen? Flüchtlingslager? Nennt man das jetzt so? Die gute alte RNK kann auch alle meinen neuen Anstrich verpassen. Ich sag Ihnen mal was. Das Flüchtlingslager ist auf dem Blut und den Tränen meiner Leute errichtet. Keiner spricht gern darüber, aber ich weiß es. Die Menschen im Lager sind nicht verantwortlich für den Tod ihrer Familie. Es sind Flüchtlinge. Das weiß ich. Aber was soll ich sonst tun? Die Karnes siedeln seit Jahren im Red Rock Canyon. Zeit, den Hass aufzugeben und dorthin zu gehen. Greifen Sie Camp McCarran an. Stimmt. Die Rache eines Khans sollte direkt und blutig sein. Kein Verstecken mehr in Höhlen. Ich zeige der RNK, warum sie uns mal so gefürchtet hat. Die Großkhane. Verrufen angesichts ihrer wahrlichen monströsen Fallen sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten. Ach, das sind die Großkhane. Ja, da kann ich ja auch nicht helfen. Aufbereitetes Wasser hat das Arschloch bei. Granatengewehr. Die Soldatenrüstung. Die nehme ich dir ab. Das Kampfmesser, den Vorratslagerschlüssel und den Helm. Danke. Mir ist das doch sowas von scheißegal. Ich leg's doch so oder so um. Oh, 17 Schuss. Die Truhe ist voll mit Cat A Fixer, ruhige Hand. Und 24 Patronen. Altmetall. Großkant-Vorratslager. Ich bin überlastet. Ed, wo bist denn du? Ach, da hinten ist er. Ah, der kann nimmer mehr nichts mehr mitnehmen. Schade. Oh Mann, ich komm da nicht durch. Das ist doch ein Witz, oder? Das Jagdgewehr. Mit Kampfmesser. Zünde den Helm. Nein. Dann ziehen wir das mal an. Oh. Nicht schlechter Specht. Hinsetzen, Baumstumpf. Was haben wir denn da drin? 15 Schuss für meine Knarre. 308er 5 Schuss und 308er 4 Schuss. Metallkiste. Sowas von hochinteressant, ne? Die Kiste kann ich nicht durchsuchen. Erfahrungspunkte bekommen. Wahnsinn. Du Arschlappen, du Dämlicher. Du hast mich Zeit gekostet. Du hast mich richtig Zeit gekostet. So, ab nach Hause. Irgendwas verkaufen.
ab nach Bitter Springs haben wir auf unserer Karte. Also gut. Gehen wir dahin. Und sagen der Alten, dass das Tür, das Häufchen Elend. Und jetzt los. Wer ist denn jetzt der Lappen? Ein K-Soldat. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nein. Ameiseneier. Cat A. Dienstgewehr. Druckkochtopf. Warum habe ich eigentlich einen Druckkochtopf dabei? Naja, kann ich nachher fallen lassen. Granatengewehr mit 6 Pfund. Hey, ich komme nicht mehr richtig vom Fleck, aber ich folge Ihnen im Geiste. Ed, meine letzte Hoffnung. Ansonsten weiß ich nicht. Ja, genau. Hallo. Oh, Mann, oh, Metallkochtopf. Stromleiter. Weg damit. Verstrahltes Vorratslager. Was? Okay. Nachtbirschengelege, Nachtbirschenblut, 13 Pfund, die Eier, das Legionohr, whatever. Was sind wir drüber? 27. Zwölf Pfund, ein Pfund, 26. Oh. Den Soldatenhelm. Das war's dann auch schon. Okay. Nee, egal. Bitter Springs. Das ist ein komisches Ding. Oh, das ist was Rotes. Pass mal auf. Hey. Ja, ja, du mich auch. Ups. Da fehlt mir dann ein Stück vom Arm. Da war vorher mal der Pitboy. Nee. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Wo ist denn die alte Schlampe jetzt? Hallo. Die Alte. Das gibt's doch gar nicht.
Die haben wir doch nicht umgelegt, oder? Haben wir sie umgelegt? Selbst ist der Mann. Ich bin aber nicht selbst ist der Mann. Ich bin selbst ist die Frau. Das Mädchen meine ich. Da hinten ist die Schlampe. Sie sind zurück? Schon Fortschritte dabei gemacht, unsere Haut zu retten? Ich habe diese Vorratsverstecke in einer Höhle oben in den Bergen gefunden. Vielleicht helfen sie. Wissenschaft 25, Vorräte sind verstrahlt, aber wenn sie mit Red X filtern, sollten sie erst was sein. Ich habe mich um die Angriffe auf das Lager gekümmert. Tatsächlich? Wer war es? Weitere Informationen wären mir eine große Hilfe für meine Berichte. Es war ein Raider der Großkarne. Er hat sein Lager in seiner Höhle in den Bergen aufgeschlagen. Tatsächlich? Nun, dieser Canyon war einmal ein Stützpunkt der Großkarne. Ich nehme an, dass er uns deswegen so leicht ausweichen konnte. Wissen Sie, warum ein Großkarn so fern des Red Rock Canyon unterwegs sein sollte? Vor rund 3 Jahren hat die erste Aufklärung der RNK das Lager der Karne hier angegriffen. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers wurden Nicht-Kombatanten getötet. Das nahm er uns wohl immer noch übel. Es war ein tragischer Fehler. Aber wir haben nach Kräften versucht, Wiedergutmachung zu leisten. Hm. Ihr habt Zivilisten getötet. Ich habe mich drum gekümmert, er ist tot. Zum Beispiel, es sieht aus, als ob die RNK die Karne ganz und gar aus Bitter Springs vertrieben hat. Wir versorgten die Verwundeten. Alle Verwundeten. Und erlaubten den Karnen in Red Rock Canyon eine Siedlung zu errichten. Natürlich. Ich habe mich drum gekümmert. Gut, dass das erledigt ist. Trotzdem hätte ich eine gewaltlose Lösung bevorzugt. Hier gibt es schon zu viel böses Blut. Ich habe einen Vorratsversteck gefunden. Woher haben Sie die? Ach, wissen Sie was, das spielt keine Rolle. Danke, die sind uns eine gewaltige Hilfe. Verstrahlt bis zum geht nicht mehr. Wir haben noch ein wenig Radix im Versorgungszelt. Das könnte klappen. Danke. Vorratslager entfernt. Wie kann ich auf Wiedersehen? Gott sei Dank. Nicht Es sei Dank. Es ist Hallo. Ein Arschlappen. Fuck die NCR. Alles klar. Komisch. Das Ding hat 10 Pfund gewogen. Aha. Bürokomplex. Freeside, Krankenhaus. Waffenschieber. Der hat Geld, wie Heu. Würde ich mal sagen. Du bist ruhig, Isaac. Der Laden steht derzeit aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht zur Verfügung. Bitte kommen Sie später. Willkommen, Sir. Angebot, du Arsch. Also. Will er mir hier ans Bein kacken oder was? Das Pferd. Das Dienstgewehr kannst du haben, ist aber nichts wert. Nein, dann nimm nicht. Granatengewehr. Hier. Die Hydra dazu. Das Jagdgewehr. Guck dir das an. Alter. Das Kleinkalibergewehr. Die Legionsrekrutenrüstung. Ein lässiges Ranger-Outfit mit X. Das Messer. Weg damit. Psycho. Wie wär's mit Nuka-Cola? Komplett. Red X. Wie wär's mit ruhiger Hand? Splittermine. Splittergranaten. Stange kippen. Umherziehender Ranger. Dingsbums. Den Plasma Defender. Hier, guck mal. Vermummungsrüstung. Mal gucken, was er so dabei hat. Die 308. Rotspitz, panzerbrechend. 308er Patrönchen.
Wunderkleber, Terpentin, einen Schrauber, eine Panzerbüchse, boah, dreimal Klebeband, egal, das Magazin, die Buschbüchse, akzeptiere ich erstmal, hat er nur 508. Aha, Giftdrüse. Oh, Cat-Acre haben, den Akku, drei Fixer, den Brennstofftrichter. Das war's. Gefälschte Kronkorken, 18. Gibt's nichts für. Die Großkahn-Soldatenrüstung. Hä? Was habe ich denn an? Die Pride-Bruderschaft. Ach so. Hier. Die Patronen kannst du noch haben. Das Dienstgewehr. Für, das reicht leider nicht. Sein Geld. Ja, ja. Die Hülsen. 10 mm. Ach komm, hier nimm die Hülsen. Ist mir doch egal. Oh. Kaliber 12 hat dann, habe ich noch. Nachtpirscherblut. Gewicht 13. Nachtpirscherschwänzchen. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel, hä? Okay. Er hat nur 5 Deckel, aber da scheiß ich drauf. Ja, genau. Nee, hier. Die 1, 2, 3, die Maschinenpistole und die 12, sind... Ach, gib her. Hast du eh nichts mit an, wenn der Atomic-Cocktail... das Buttermesser Buffout, den Cowboy Revidier, das Dienstgewehr Dynamit, obwohl, wenn ich mir recht überlege, Dynamit lasse ich drüben, weil Dynamit kann man vielleicht mal gebrauchen. Feuergecko, Ei, Großhornfleisch, den Jagdrevolver, die Karawanenschrotflinte und die Lackierpistole, Ledergürtel, Machete. Okay. Die Trefferbüchse. Ja, ja, ja. Revolver kann ich nicht. Die Karawanenschrotflinte ist schon die Trapperbüchse. Okay. Klamottenmäßig Großkahn. Ja, ja, ist in Ordnung. Oder das Lässige. Umherziehender. Okay. Ich kümmere mich nicht um An- und Verkauf für die Waffenschieber. Sie arbeiten also, wer sind die Waffenschieber? Die Hersteller der hochwertigsten Waffen und Munition im ganzen Ödland. Wenn sie eine richtig schicke Wumme in die Hände kriegen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sie aus einer unserer Fabriken kam. Nee, kann nicht sein. Wer ist der Chef der Waffenschieber?
Hier draußen haben wir keine Bosse. Ich, die Büchsenmacher und die Wachen wissen alle, was wir zu tun haben. Es ist ein super Job, für die Waffenschieber zu arbeiten. Keiner wagt es, sich mit uns anzulegen. Wäre es möglich, dass Sie mir die Waffenschieberfabrik zeigen? Auf keinen Fall. Alles innerhalb des Zauns ist Sperrzone. Und die Wachen hier haben einen strikten Schießbefehl. Viele der High-End-Waffen beruhen auf Vorkriegsplänen. Wenn die Konkurrenz die in die Hände bekäme, wäre das schlecht fürs Geschäft. Sie arbeiten also für die Waffenschieber? Schon seit 5 Jahren. Ich kümmere mich um die Versorgungsseite, Rohmaterialien und so. Muss er eine Runde Karawanen spielen? Nee. Bis später. Ganz bestimmt. Tierlappen. Ich mit dem Spielen, schau ich krank aus oder was? So krank bin ich nur aber dann nicht. Hidden Valley neutral. Quarry Junction. Gold Springs Höhle. What the fuck? Wo bin ich denn daheim? Ach, da. Gibt's einen Schrottplatz? Ja. Mal gucken, wie viel die Alte da im Ding hat. Die ist eigentlich nur am Pennen, ne? Jedes Mal, wenn ich komme, ist am Pennen. Sie sind also wieder zurück. Angebot 8500. Elektroschrott. Hundenapf. Klebeband. Leere Sunset. Metallkochtopf. Vergettet. Den Schrauber nehme ich dir ab. Die Reinigungsmittelkarton. Die 2 Stimpaks. Die Stützbandage. Terpentin. Das da und die Wunderkleber. Den Staubsauger kannst du behalten. So. 1, 2, 3. Die Maschinenpistole. Und die da kannst du haben. Den Atomcocktail. Absinth kriegst du von mir. Das war's. Meine kriegst du nicht. Das kannst du noch haben. 1, 2 Dienstgewehre. Das wär's dann eigentlich, ne? Der Jagdrevolver. Mit 4 Pfund. Neun Pfund. 5 Pfund. 3 Pfund. Die war ein Ahn. Trapperbüchse für 2,7. Alter, das sind... Nee, also, ganz ehrlich. Die hat ja keine Munition, ne? Haben wir ja alle schon abgenommen. Blechdose, große Whiskyflasche, Herz 5, Hundenapf. Ja, Schneidbrettrechen. Ein weiterer zufrieden? Na, Kunde. Komm mit. Ach, könntest du mich mal durchlassen, Ed? Auf nach Good Springs. Vergöttert. Prospector Saloon. Oh, wir warten mal auf Trudi. 6 Stunden warten, Däumchen drehen. Trockene Kehle? Angebot? Munition für mich.
30 aufbereitete Wasser, das hört man gern. Aber das ist ziemlich viel, ne? Die Vertreterwoche. Falschen plus 10. Eichhörnchen am Stiel, Einschussflinte, frischer Mais. Auf jeden Fall schon mal. Die Nuka-Kohle kannst du behalten. Schmutzig Wasser, Schnapsglas, Trinkglas, Vorkriegsbuch, die Waffen- und Reparatursets. Whatever. Die 308er 20, Billardkugel, Bier, Baseballschläger, Billardkö, Bleistift, Brammensteak, ein Dreieck, Fusel, Glaskrug, ruiniertes Buch. Ne, die hat nicht mehr. Akzeptiere schon mal, hat sie 1800 Öcken. Das reicht noch nicht mal annähernd für den Jagdrevolver. Ja. Oder für die Trapperbüchse. Kostet 3,8. Dann entschied ich mich doch, die andere wegzugeben. 3,4 für den Jagdgewölber mit 4 Pfund. Hier, bitteschön. Ein weiterer zufrieden. Mal gucken, was der Lappen da zu bieten hat. Möchten Sie Vorräte kaufen? Angebot. Natürlich doch. 308er Patronen. 556er, 118 Stück. Er hat ja richtig Geld dabei. Ne. Forget it. Du kriegst von mir, pass auf. Hä? Die Trapperbüchse kriegst du schon mal. Nicht wahr? Und ja, das war's eigentlich. Das war's. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Nur keine Panik, nur keine Hektik. Es ist Ed hier oben. Ed habe ich erwischt. Naja. Die Giftdüse durchmanöver, den Elektroschrott, der Baseballhandschuh, den frischen Mais, das Gegengift, die Hülsen. 1, 2, 3, 4 Klebeband, den Kauterbug. Das lässige Ranger Outfit kann er nicht tragen. Der Red Away, den Schrauber, Reinigungsmittelkartönchen, Stützbandage, Terpentin, Wunderkleber. Sunset Sarsaparilla. Die Nachtpirscherschwänze und das Blut und das Ei und die leeren Spritzen. Die Schote, das Gegengift, gefälschte Kronkorken, frischer Mais. Die Brockblume. Oh, aufbereitetes Wasser. Also weniger als 4. Weniger als 3. Kann ich mehr nehmen. Okay. Weißt du was? Du kriegst mir mal die Nuka-Cola. Und dafür kriegst du Altmetall.
Haben Sie was Feines für mich? Nee. Ein Kleid vielleicht? Dino-Spielzeug, Elektroschrott. 1, 2, 3, Altmetall. Aufbereitetes Wasser. Moment, aufbereitetes Wasser. Hey, ich komme nicht mehr richtig vom Fleck. Ja. Aber ich folge Ihnen im Geiste. Genau. Das Kampfmesser gibst du mir. Die Minigun kannst du mir geben. Das schmutzige Wasser. Die Splittergranaten. Die Splittermine, Stange Kippen, Stange des Fallobst, den Stromleiter. Den Superhammer. Boah. Den Wettstein. Die Wurfsperre behalten wir. Und die Zündflamme. Hoppala. Die kann auch nicht mehr tragen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, Angebot. Natürlich doch. Er hat doch nur ein bisschen Geld übrig. Die Minigun für 3,8. Das höre ich gern. Das schmutzige Wasser, die Splittergranaten, die Splittermine, die Stange kippen, das Obst, den Stromleiter, den Superhammer kriegst du nicht. Den Wettstein kannst du haben und die Zündflammen. Hier, bitteschön. Warum ist das doch so teuer, ey? Oh, die Cola. Das Kampfmesser. Das Ameisenei. Ach, weg damit. Sehr viel Plastiksprengstoff. 3 Stück. Den Schrauber. 3x Stimpack. Und Terpentin. Und die Waffenreparatur-Set. Den Zünder. Akzeptiere, ich hatte noch 1200. Was könnte ich dir für 1200 verchecken? Die Trefferbüchse? Ach komm, hier, nimm die Trefferbüchse, ist doch mir wurscht. Ein weiterer zufriedener immer. 1200 ist immer noch besser als gar nicht. Ja, wenn man kein Geld hat, dann ist man glücklich über das bisschen. Hier, baller, baller. Du komischer Vogel. Durst und Hunger. Ach ja.